Auf allen Rennstrecken der Welt drängen sich hier Scharen fanatischer Fans um eine kleine rote Flagge. Die Flagge zeigt ein sich aufbäumendes schwarzes Pferd auf gelbem Grund. Es sind die Tifosi, die Fans von Ferrari. Zur Ferrari-Fangemeinde zählen jedoch nicht nur Italiener. Bei jedem Grand Prix ist es der gleiche Rausch, die gleiche Begeisterung, die gleiche Leidenschaft. Nur ein Name ist fähig, die Massen der Anhänger so zu begeistern. Es ist der Name eines Mannes, der durch seine Rennställe und Wagen zum wahren Sinnbild des Automobilsportes geworden ist. Ferrari. Das Paradies des Automobilsportes existiert doch auf Erden. Es befindet sich in Italien, weit entfernt von den Metropolen des Piemont oder der Lombardei, im Herzen einer ländlichen Provinz zwischen Bologna und Modena. Der Ort heißt Maranello. In den 50er Jahren wurde dieses ansonsten eher unbekannte Städtchen für alle Anhänger des Automobilsportes zum Heiligtum. Hier wurde Enzo Ferrari geboren. Hier hat er sein Werk und seine Legenden geschaffen. Ferrari wurde zum bekanntesten aller Italiener des Motorsportes und zum Papst des Automobilsportes. Bis zuletzt begleitete den Patriarch Ruhm und Respekt. Nicht zuletzt, da er sein ganzes Leben der Leidenschaft für Rennwagen gewidmet hat. Ferrari war ein Mann mit sehr viel Charisma, aber er war auch sehr rätselhaft. Enzo Ferrari war mit seinem Land sehr tief verwurzelt und benahm sich bisweilen wie ein stolzer Herrscher. Die Menschen hier sind aus einem ganz speziellen Holz geschnitzt. Sie sind eigensinnig und sehr begeisterungsfähig. Das sind Qualitäten, die man braucht, um Boliden zu bauen. Ich glaube, anderswo wäre ich zu dem allem nicht fähig gewesen, schrieb Ferrari in seinen Memoiren. Die Geschichte Enzo Ferraris und seines Unternehmens ist also zunächst die Geschichte seiner Herkunft. Sie erklärt auch, warum er wieder in seinen Heimatort zurückgekehrt ist, um dort zuerst seinen Rennstall und später auch sein Automobilwerk anzusiedeln. Aber es ist auch die Geschichte einer Revolte, die er nach langen Jahren bei Alfa Romeo in Mailand anzettelte, wo er es geschafft hatte, seinen Jugendtraum zu verwirklichen, Rennfahrer zu werden. Ich erinnere mich, dass ich ein Foto von Raffaele Di Palma in der Stampa Illustrata gesehen habe, gerade wenn ich mich nicht irre, als er die 500 Meilen von Indianapolis gewonnen hatte. Da habe ich mir gesagt, er ist Italiener, warum sollte nicht auch ich eines Tages Rennfahrer werden? Alles, was ich daraufhin unternahm, war von diesem Kindheitstraum geprägt. E tutti gli atti sono stati una conseguenza di questo sogno dell'adolescenza. Enzo Ferrari wurde 1898 geboren. Er entstammte einer bescheidenen Familie und war ein durchschnittlicher Schüler. Schon sehr früh hatte er sich mit Haut und Haar dem Rennsport verschrieben. Bereits Anfang der 20er Jahre gehörte er zu den Piloten des hervorragenden Rennstalles Alfa Romeo. Doch als er bereits beachtliche Titel vorweisen kann, stellt er fest, dass er zu mehr fähig ist. Es reizt ihn mehr, die Männer und Teams zu dirigieren, als selbst am Steuer eines Rennwagens zu sitzen. Es genügte mir nicht mehr, nur Pilot zu sein, sagte er. Bald schon hatte ich den starken Wunsch, etwas für das Automobil zu tun, dieses Wesen, das ich über alles liebte. Ferrari beendete seine Karriere als Rennfahrer und wurde Leiter eines mailändischen Rennstalles, dessen Werkstätten nach Modena verlegt wurden. Ich hatte nicht die Möglichkeit zu studieren. Ich habe mit der sogenannten mittleren Reife aufgehört. Aber mein ganzes Leben lang war ich immer von sehr gebildeten, fähigen Menschen umgeben, deren Ehrgeiz immer zum Erfolg führte. Als über 50-Jähriger wird Ferrari zum Ingenieur Honoris Causa ernannt. Eine Auszeichnung, die ihn für seine zahlreichen Siege ehren sollte. Er betonte jedoch immer wieder, dass er sich selbst nicht als Ingenieur betrachtet. Ich bin nur Agitator, sagte er gerne, um seine Rolle und sein Handeln zu beschreiben.
Ende der 20er Jahre gründete Enzo Ferrari die Scuderia Ferrari, die im Rahmen eines Exklusivvertrages offiziell die Rennen für Alfa Romeo fuhr. Nach und nach wich das vierblättrige Kleeblatt dem Cavallino Rampante auf den Flanken der Rennwagen. Dieses Zeichen wurde später noch viel bekannter. Das Bild ist das Emblem eines italienischen Jagdhelden, das Ferraris verstorbene Frau ihrem Mann am Tage eines Sieges geschenkt hatte. Für den sonst so nüchternen und harten Charakter Ferraris eine eher sentimentale Geste, die vielen ein wenig paradox erscheint. Unzweifelhaft ist jedoch, dass Ferrari sich dieses Sinnbild von Großmut und Herzlichkeit zu eigen machte und es immer wieder zu Erfolgen und Ehrungen führte. In der zweiten Hälfte der 30er Jahre allerdings wurden die Siege rar. Angesichts einer vernichtend schlagkräftigen Armada des deutschen Motorsportes verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Alfa und Ferrari deutlich. Ferrari sah sich gezwungen, nach Mailand zurückzukehren, wo ihm der damalige Generaldirektor keinerlei Freiraum ließ. Ein Rennwagen, so die offizielle Version, sollte ein Produkt sein, das von allen Abteilungen der Fabrik geplant und durchdacht wird. Ferrari hingegen war der festen Überzeugung, dass ein Rennwagen das Produkt eines unabhängigen Teams zu sein hat. Dieses Team sollte die Ideen der Ingenieure sofort umsetzen. Dieser Konflikt führte kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges zur Trennung von Ferrari und Alfa. Verbittert sind Enzo Ferrari auf Rache. Nach dem Ende des Krieges engagiert sich Alfa Romeo mit seinen Alfettas wieder im Rennsport. Laut Ferrari seien diese bei ihm konzipiert worden. Eine Darstellung, die später stark bestritten wurde, denn diese Version schien eher aus Ferraris Frustration erwachsen zu sein, als aus der Riege seiner Techniker. Mag auch die Geschichte ihrer Entstehung unklar sein, die Alfettas 1500 mit Kompressor waren technisch überlegen. 1950 holten sie sich mit Nino Farina mühelos ihren ersten Formel-1-Titel. Von nun an arbeitete Ferrari unter eigenen Namen und entschloss sich, technisch andere Wege zu gehen. Er stellte von der Zweistufenladung auf den Saugmotor mit größerem Hubraum um. Die erste Weltmeisterschaft, an der die Scuderia Ferrari teilnimmt, endet für das neue Team mit einem fünften Platz. 1951 beherrschten zwar noch die Alphas die Szene, die Ferraris werden jedoch bereits gefährlich. In Silverstone kann sich Gonzales die Pole Position holen. Am 14. Juli 1951 ist es dann soweit. Ferrari kann beweisen, dass er sich seinen Bekanntheitsgrad bei Alfa Romeo sehr wohl verdient hatte. Der Pilot Gonzales schlägt Fangio und holt für Ferrari den ersten Sieg. Ferrari genoss seine Revanche offensichtlich. Später sagte er, ich habe vor Freude geweint, aber auch vor Schmerz, denn ich habe meine Mutter, damit meinte er Alfa Romeo, getötet. Eine tiefenpsychologisch erstaunliche Einsicht. Von da an geht es mit dem Mythos Ferrari steil bergauf. Damit beginnt ein Abenteuer, das bis zum Tode Enzo Ferraris andauert, geprägt durch seine stete Anwesenheit in der Formel 1, das heißt nahezu 4 Jahrzehnte lang. Ein Abenteuer, an dem sehr viele berühmte Piloten mitgewirkt haben, die insgesamt 9 Weltmeistertitel errangen, 8 für seinen eigenen Rennstall, zwischen 1951 und 1990 insgesamt 103 Siege und 110 Pole-Positionen. Auf Ascari in den Jahren 52-53 folgte Fangio 1956 und Hawthorn wird 1958 Weltmeister. Diese Erfolgsgeschichte wird von einer der zahlreichen Tragödien überschattet, die das Leben Ferraris zeichneten. Der tödliche Unfall von Peter Collin, den er, nachdem er seinen Sohn Dino verlor, als seinen neuen Sohn betrachtet hatte. 1961 war Phil Hill der erste Amerikaner, der einen Formel-1-Titel gewann. 64 wird Sir Thies, bereits Motorrad-Weltmeister der ersten Zweirad-WM, auch auf 4 Rädern zu Weltmeister. Aber seine Beziehung zu Ferrari, die so harmonisch begann, wird sich im Laufe der Jahre verschlechtern, bis er 1967 die Scuderia mitten in der Saison mit lautem Eklat verlässt. Zwischen 1965 und 1974 erringen die roten Wagen, obwohl sehr viele talentierte Fahrer engagiert wurden, keinen einzigen Titel. Damals war die Zeit des V8 Ford Cosworth, mit dem die englischen Rennställe ausgerüstet waren und denen sich Ferrari in Anbetracht der Überlegenheit und Überzahl geschlagen geben musste. Jeder andere hätte sich von einer so langen Zeitspanne ohne Erfolge entmutigen lassen. Er nicht, denn vor allem lernte er aus seinen Misserfolgen eins. Er stellt seine Rennkonzeption in Frage, nimmt nicht mehr an Markenweltmeisterschaften teil, obwohl er sehr viel von ihnen hält, sondern steckt all seine Kraft in ein besser strukturiertes Formel-1-Team. Als Erfolgsgarant für diese Umstrukturierung engagiert Ferrari Niki Lauda. Unter dessen Führung erlebt die Scuderia in den Jahren 74 bis 77 ein regelrechtes goldenes Zeitalter.
In diesen vier Saisons gewinnt sie unter anderem 2 Pilotentitel und 3 Konstrukteurstitel. Ein Beweis für die eindeutige technische Überlegenheit der Ferraris. Unterbrochen wird diese Erfolgsserie erst 1978 vom Lotus-Team, das als erstes die Aerodynamik des Unterbodens auszunutzen weiß. Nachdem die Scuderia ihre Wagen hinsichtlich der Aerodynamik auf den neuesten Stand gebracht hatte, konnte sie 1979 erneut einen Doppelerfolg für die Konstrukteure und die ausgetragenen Rennen verbuchen. Diesmal gewinnt der Südafrikaner Jody Scheckter den Weltmeistertitel. Zu diesem Zeitpunkt ist die Vormachtstellung Ferrari so eindeutig, dass nur der eigene Teamkollege von Scheckter, Gilles Villeneuve, als ernsthafter Rivale für ihn in Frage gekommen wäre. Leider wird dieser Teamgeist mit der Ankunft Pironis in die Brüche gehen, der, nach dem tödlichen Unfall von Villeneuve, den Titel 82 verlieren wird, den er so bravourös trotz seines Unfalls im Hockenheimring errungen hatte. Sie gehen gerne mit und tragen 1983 auch noch den Konstrukteurstitel. Ferrari, der im nächsten Jahr Alboreto engagiert, kann seine Vorbehalte überwinden und einen Italiener ins Team nehmen und versucht, den Pilotentitel zurückzugewinnen. Aber umsonst, denn 1985 verpasst Alain Prost auf McLaren den roten Wagen eine erneute Niederlage. Das Prestige Ferraris leidet darunter allerdings kaum. Es war mir wichtig, dass ich bei meinen Gesprächspartnern als wichtigste Zielsetzung die Hingabe zum Rennsport, zum Automobil erkennen konnte. Meine Hauptaufgabe habe ich immer darin gesehen, Probleme anzusprechen, gegenteilige Meinungen meiner Mitarbeiter anzuhören und mit den bescheidenen Fähigkeiten, die mir gegeben sind, Zusammenhänge herzustellen und Entscheidungen zu treffen. Dei miei collaboratori col modesto potere di sintesi di cui ho sempre disposto prendere delle decisioni. Agitator war er wahrscheinlich, Diktator mit Sicherheit. Ferrari hat sich immer geweigert, seine Macht zu teilen, was allerdings manchmal Revolten zur Folge hatte. Bekannt wurde der kollektive Rücktritt aller wichtigen Führungskräfte der Scuderia Ende der Saison 61, die noch mit einem absoluten Erfolg aller Ferrari-Piloten zu Ende gegangen war. Eravamo 8 direttori. Ferrari, non so per quale ragione, insomma, voleva licenziare 3 di queste persone. Er war sehr autoritär. Eines Tages, ich weiß nicht mehr genau warum, wollte Ferrari 3 Leute entlassen. Sie wissen ja, wie so etwas geht. Man fängt an zu diskutieren, Ferrari sagt, dass er davon nichts hören will. Und manchmal, wenn man aneinander gerät, ist es schwierig, nicht die Fassung zu verlieren. Da er aber auf seiner Entscheidung beharrte, die 3 Leute zu entlassen, mussten Pizzarini, Galazzi und ich Stellung beziehen. Wir waren fest entschlossen. Wenn sie gingen, gingen wir auch. Und so geschah. Er hat nicht nachgegeben. Heute würde ich sagen, dass das absolut infantile Dickköpfigkeit war. Aber so ging die Geschichte nun einmal aus. Oserei dire, oggi sembra un'ingenuità, sembra una ragazzata, però è accaduto così. Ferrari bleibt hart und stellt auch noch seinen Weitblick unter Beweis, indem er auf den Posten Kittis als Chefingenieur einen jungen Unbekannten setzt, der sich sehr schnell bewährt, Mauro Forghieri. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich in meinem Leben an sehr vielen Projekten mitarbeiten konnte. Sicher, ich war nicht der Einzige. Da war Rocky, Chef des technischen Büros und Spezialist für Motoren. Salvarini war verantwortlich für die Getriebe. Und so konnte ich mit den besten italienischen Ingenieuren zusammenarbeiten. Ich hatte das Glück, Jano als Chefingenieur zu haben, mit dem ich bis Ende 63 zusammengearbeitet habe. Ich habe viel von ihm lernen können. Lange Zeit hatte Ferrari hartnäckig darauf bestanden, sowohl an der Formel 1 als auch gleichzeitig an den Markenweltmeisterschaften teilzunehmen. Schließlich darf man nicht vergessen, dass die erbitterten Zweikämpfe des Zwergs aus Maranello gegen den übermächtigen Ford bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans in den 60er Jahren sehr viel zur Entstehung der Legende Ferrari beigetragen hatten. Ein bitterer Beigeschmack war aber, dass die Einnahmen aus der Luxus-Sportwagenproduktion nicht mehr ausreichten, um die Teilnahme an allen Rennen zu finanzieren.
Die Ressourcen der Scuderia waren erschöpft. Ende der 60er Jahre wurden Werbung und Sponsoring im Automobilrennsport zugelassen, was bis dahin verboten war. Dies war für einen so kostspieligen Rennstall wie Ferrari eigentlich ein Geschenk des Himmels. In Anbetracht seines großen Renommees rivalisierten große Firmen, um die Gunst, Ferrari mit Werbegeldern überschütten zu dürfen. Obwohl die Werbeeinnahmen eigentlich genau im richtigen Moment kommen, benimmt sich Ferrari jedoch eigensinnig, wie man es von ihm kennt, anstatt den Geldsegen anzunehmen. Er lehnt es entschieden ab, die traditionell rote Farbe seiner Rennwagen gegen die Farben einer Zigarettenmarke einzutauschen, selbst wenn er mit dem Geld so einiges hätte anfangen können. Seine Idee ist vielmehr, seine Produktionsstätten zu verkaufen und den Käufer dazu zu verpflichten, zu jeder Zeit genügend Mittel zur Finanzierung seines Rennstalls zur Verfügung zu stellen, wobei er sich vertraglich die alleinige Kontrolle über den Rennstall sichern will. Ferrari beginnt mit Ford Verhandlungen über den Kauf seines Automobilwerks, zieht allerdings die Verhandlungen bewusst in die Länge. Schließlich erreicht er sein Ziel. Er kann Fiat dazu bewegen, mit ihm Verhandlungen aufzunehmen, zu seinen Bedingungen, versteht sich. Das Manöver gelingt meisterlich. Nachdem er sich so seine Position gesichert hat, bleibt Ferrari unangefochten alleiniger Chef in seinem Rennteam. Ein Rennstall kann nicht wie eine Republik funktionieren. Man braucht einen Chef mit Charisma und großer Entschlossenheit. Manchmal ist es besser, schlechte Entscheidungen zu treffen, als gar keine. Die Beziehungen von Ferrari zu seinen Piloten war immer zwiespältig und oft schwierig. Böse Zungen behaupten, dass er sich nur von den Fahrern in gutem Einvernehmen getrennt hat, die auf der Strecke tödlich verunglückt sind. So ganz stimmt das natürlich nicht, aber mit Sicherheit ist es auch nicht aus der Luft gegriffen. Auf alle Fälle hatte Ferrari immer Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass ein Formel-1-Rennfahrer berühmter sein sollte als sein Rennstall. Auch war es für ihn unerträglich, nach dem Unfall, der dem unglücklichen Lorenzo Bandini 1967 das Leben kostete, von der Öffentlichkeit heftig kritisiert zu werden. Von den Angriffen der nationalen Presse, die kein gutes Haar an ihm ließ, war er regelrecht angewidert. Doch der Katalog der Katastrophen bei den Scuderia-Piloten hält sich in Grenzen. Selbst wenn die Ferraris nicht immer die besten Rennwagen waren, so haben sie doch voll und ganz den Ruf verdient, mit zu den sichersten Formel-1-Wagen zu gehören. Von 1950 bis 1990, bei fast 500 Grand Prix-Rennen, sind am Steuer eines Ferrari insgesamt 5 Rennfahrer ums Leben gekommen, was statistisch betrachtet nicht außergewöhnlich ist. Es wäre daher ungerecht, Ferrari und seinem Rennstall Vorwürfe zu machen. Sehr wohl muss sich allerdings Enzo Ferrari selbst den Vorwurf gefallen lassen, Mephisto und Tyrann in einer Person gewesen zu sein. Natürlich lief bei uns nicht immer alles problemlos. Seine heftigen Reaktionen haben ihn vielleicht so manches Mal veranlasst, die falsche Entscheidung zu treffen. Meine sehr methodische Art nervte ihn oft, aber das Ergebnis zeigt, dass unsere Zusammenarbeit gut war, denn ich hätte in 4 Jahren 3 Weltmeistertitel gewinnen können. Ich habe einen verloren. Er war der Meinung, dass das Pech war. Ich bin der Meinung, dass das mit meinem Unfall zu tun hat. Er konnte ganz besonders tyrannisch sein, wenn er frustriert war oder wenn er zeigen wollte, dass er uns ganz und gar in der Hand hatte. Es machte ihn rasend, wenn ein Pilot seinen Wagen kritisierte. Er konnte einfach nicht verstehen, dass das ein Sport ist, der den Einzelnen zur Berühmtheit macht, wobei für die Wagen und Konstrukteure ausschließlich Bewunderung übrig bleibt. Er wollte den Ruhm nur für sich allein. Il rapporto macchina e pilota è molto semplice. Io ho sempre Die Beziehung zwischen Pilot und Rennwagen ist sehr einfach.
Ich war immer der Meinung, man könne sie in Prozenten ausdrücken. 50% des Verdienstes für den Piloten, 50% für den Konstrukteur und den Rennwagen. Heute kann man dank neuer Technologien wahrscheinlich einige Prozente mehr für das Auto verbuchen. Ora stiamo vivendo un periodo nel quale intravediamo uno spostamento di questa percentuale di merito alla macchina con le nuove costruzioni. Ferrari ging nach und nach dazu über, sich immer mehr auf ausländische Techniker zu verlassen. Auch wenn sein Stolz dies nicht immer zuließ, musste er anerkennen, dass die britischen Konstrukteure sich beim Fahrwerkbau eine vorherrschende Stellung erobert hatten und die Franzosen in puncto Aerodynamik ebenfalls besser waren. Er kam zu der Erkenntnis, dass hier unbedingt etwas unternommen werden müsse, denn das Einzige, was für ihn zählte, waren die Rennen. Am Ende seiner Karriere schockierte Ferrari ganz Italien, als er die technische Leitung dem Ingenieur John Barnard übertrug, der es ablehnte, sich in Maranello niederzulassen, und er forderte, dass man ihm in England eine Werkstatt einrichtet, was mit enormen Kosten verbunden war. Ferrari geriet erneut in die Schusslinie der Kritik, als er das akzeptierte, auch wenn er sich erniedrigt fühlte. Konflikte waren für ihn wie eine Vitaminspritze, die ihm half, besser weiterzukämpfen. Er war jünger als so manche jungen Leute um ihn herum, aber er vertraute zu sehr seinem eigenen Urteil. Manchmal irrte er sich in den Menschen. Die einzigen Fehler Ferraris waren seine menschlichen Fehler. Für Ferrari gab es nur eine Leidenschaft, das Automobil. Bis zu seinem letzten Atemzug im Alter von 90 Jahren hat er nur an eins gedacht und an dessen Verkörperung in seiner faszinierendsten Form, den Rennwagen. Mehr als jeder andere trug er dazu bei, dass Rennwagen bewundert wurden, dass sie zu einer Legende wurden. La macchina da corsa per me è come un figlio. Quando lei pensa... Ein Rennwagen ist für mich wie ein Kind. Ein Kind ist die Weiterführung unseres Lebens und unserer Geschichte. Sie begleiten ihr Kind zur Schule und an dem Tag, an dem es Klassenbester ist, sind sie sehr stolz. Genau das empfindet ein Konstrukteur, wenn es ihm gelingt, aus ungeformtem Material eine lebendige Mechanik zu bilden. Eine Klangharmonie. Per un costruttore realizza trasformando una materia informe dei forgiati in una meccanica vivente. In una armonia di suoni. Als Enzo Ferrari an einem Sommertag im Jahre 1988 diese Welt verlässt, ist er schon lange eine Legende. Eine bewegte und lärmende Legende, voller Berühmtheit, Affären und Intrigen, voller Leidenschaft und Dramen, blutrot gezeichnet wie seine Wagen und geprägt von der permanenten Auseinandersetzung der größten Rennfahrer der Formel 1, deren größter Erfolg es wohl war, die Farben der Scuderia verteidigt zu haben. Einen Mann wie Ferrari kann man gewiss nicht ersetzen, aber er hat Nachfolger, die ihr Bestes geben, das einzigartige Erbe zu wahren, das dieser Mann seinem Land und dem Automobilsport hinterlassen hat, und damit den Mythos lebendig zu halten. Eine Aufgabe, die genauso ehrgeizig ist wie der, der sie geschrieben hat. Denjenigen, die zu mir kommen werden, gebe ich eine sehr einfache Aufgabe: den Willen zum Fortschritt, der die Vergangenheit gezeichnet hat, lebendig zu halten, selbst wenn es unumgänglich wird, hierfür wertvolles Menschenleben zu opfern. Fortschritt und Sieg. Das war das Credo von Enzo Ferrari.